Wir sind jetzt live. So, wir sind jetzt live. Guck mal hier an. Grüß dich. Grüß dich auch. Wie komme ich denn hierher? Haben wir schon Zuschauer? Noch nicht, die kommen jetzt langsam. Jetzt kommen die ersten. Jetzt kommen die ersten Zuschauer. Dann grüße ich alle, die wieder eingeschaltet haben. Wieder Mittwoch, Wine on Wednesday, 20 Uhr. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin hier beim Christoph in der Pfalz, das erste Mal in der Pfalz. Also, danke für die Einladung in jedem Fall. Weingut Hamel und Sie in Kirchheim an der Weinstraße. Verbessert mich, wenn ich irgendwas falsch. Nee, Hamel und Sie stimmt 100%. Hamel und Sie stimmt, ja. Hamel und Sie stimmt, genau. Christoph Hamel hier und er zeigt uns jetzt seine Liebfrauenmilch. Ja, richtig, genau. ganz genau. Richtig geiles Zeug, habe ich gehört. Es wird ja viel geredet, man weiß es ja nicht. Und so auch so, man soll es dann auch probieren. Man soll es einfach herkommen, man soll es probiert haben. Ja, ich sehe hier so ein ganz klassischer Familienbetrieb in der Pfalz, wie man es kennt. Also hier 1723 gegründet, 300 Jahre in der Familie. Und so eine Rosemunder Pilcher-Klitsche, wie man es halt so aus ZDF-Vorabend hier kennt, mit Familien. Also yeah. Aus der Oma und Neffen kennengelernt. Yeah. Die nächste Generation, ich bin ja schon die alte Generation. Die alte. So die neue kommt dann jetzt. Yeah. Ne? Ja, und die Sache ist also die, wir tun uns ja heute so ein bisschen beschäftigen mit dem Thema Liebfrauenmilch. Das ist ja sehr umstritten. Es ist eigentlich nicht umstritten. Ein bisschen. Ja? So, die Sache ist eigentlich relativ einfach und schnell erklärt. Ich habe mich vor 4 Jahren, also das Weingut hier hat sich nie mit dem Thema Liebfrauenmilch beschäftigt. Yeah. Das war nie für uns ein Thema. Okay. Das war so wenig ein Thema, dass es, dass man gar nicht gesagt hat, man lehnt es ab oder so, man hat überhaupt nicht übernachtet. Das ist eine Massenflöre von früher und die wird von Großkellereien gemacht und wird nach Amerika und England exportiert und hat irgendwo den deutschen Ruf des Weiß beschädigt, denke ich, in den letzten 20 Jahren. Yeah. Und das ist uninteressant, das machen Großkellereien interessiert nicht. So. Und jetzt muss ich auch fairerweise sagen, ich bin da wie Jungfrau zum Kind gekommen zu dem Wein, denn ich bin ein riesen Müller-Thurgau-Fan. Ja. Und es ist eine Rebsorte, und die ist mir wirklich, es ärgert mich einfach ein Stück weit, dass wir da nicht mehr Gas geben in dem Thema. 140 Jahre alt, der kleine Sauvignon. Ich finde es auch eine mega geile Sorte, authentisch, ja. Passt zu uns in Perfektion. Und gut, in Franken gibt man da Gas, man gibt am Bodensee Gas, man gibt super Gas im Thema Südtirol oder hier im Friuli. Ja? Ja. Richtig geil. Ja. Ja? Und irgendwie bei uns, wo er herkommt, da ist es so ein bisschen so, oh, hier wird der Bürger. Ja. Nennt man es um zu bewahren, damit die Leute es noch kaufen. So irgendwie so, ja. Yeah. So, aber kannst du halt nicht da, wie gesagt, das meine Elena Walch, was weiß ich, Müller Thurgau, 17 Tage die Flasche, vollkommen normal. Ja. Und ich fand es immer so ein bisschen schade, dass gerade VDP da ja nur unbestritten die Speerspitze der deutschen Qualität ist. Das ist ja gar keine Frage. Das sind die großen Kranken, ja, mit dem großen Adler vorne drauf. Yeah. Das ist, sei ihnen auch von Herzen gegönnt. Das ist ganz großartig. Ich bin da sehr stolz, dass wir diesen Verein haben. Die machen alles für's großartig, keine Frage. Aber da muss ich jetzt schimpfen, ja. Denn nehmen wir mal den VDP Pfalz, also meines Wissens ist es so. Wie gesagt, man versteht sich ja als Lord Siegelbewahrer der bachantischen Tradition in Deutschland. Ja. Ja. Und da kriegst du beim VDP in der Pfalz mal ein Beispiel, kriegst du ein Syrah oder du kriegst einen Sauvignon Blanc, einen Chardonnay und einen Schenkelmann, genau, Serrois. Ja. Leute können es nicht mal aussprechen oder schreiben schon gar nicht. Ja. So, das ist doch alles okay, ich finde das gut, ja. Das ist nicht das Problem, aber mit der Türkei kriegst du klar. Du kriegst keinen, bietet kein VDP mal mit der Türkei an. Nein, gar nicht. Und die Sache ist die, was hat das jetzt mit der Tradition zu tun? Also, I'm sorry. Ja, bei Müller ist nun mal geil. Ich meine, wenn es Helena Walsch kam, wenn es Lagena kam, wenn es Tiefenbrunner kam, wieso können wir das nicht wieder? Was sind wir zu doof? Ich weiß es nicht, ja. So, also von daher gesehen, nein, eben nicht. Das ist eine geile Rechnung. So, aber das ist eine Randgeschichte jetzt. Das ist ein eigener Planet. Und vor ein paar Jahren war es eben so, dass ich mit einem Weinkommissionär mich unterhalten habe, das war vom Herbst, die Traubpreise und so. Und der war also furchtbar traurig, weil der Müller-Thurgau so im Preis ein bisschen in die Grütze gegangen ist. Und da hat er also sehr schnell einen Schuldigen ausgemacht, das DMI ist schuld, das DMI
um denen zu erzählen, weil du weißt, was das ist. Ja. Und kannst so, du vielleicht für, ja, ja, das ist für das Deutsche Weininstitut ist nichts anderes, oder ist eine Institution, an die wir alle Winzer in Deutschland und alle Winzerinnen in Deutschland gemäß ihrer Hektaranzahl, was sie so produzieren, müssen die eine Abgabe leisten dorthin. Ja, und damit wird Wein beworben in der Welt, deutscher Wein in der Welt. Ja. So kann man eigentlich sagen. Ja. So. Und es ist übrigens etwas so wie beim ZDF und ARD, wir müssen das bezahlen, also ich kann nicht sagen, mach mal einen Garten selbst, you gotta pay, ja. Zwar ist eine Zwangsabgabe, aber alles gut, so, das ist unser Thema. Und auf jeden Fall ist es so, die werden also schuld, weil die tun nichts mehr für die Frauenmilch, hat er mir gesagt. Sag ich auch so, ja, wieso, ja, die stirbt da jetzt im Ausland, und dann da ist er wieder zurückgekommen, aus historischen Gründen, ja. Und so, und dann bleibt der wieder zurückgekommen, Mann, das drückt dann auf die Preise und so. Ich habe das nur so mal mitgenommen, ja. Und dann habe ich mich, und jetzt kommt, es gibt das so Zufälle im Leben, so unfassbar. Ja. 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 Du kommst irgendwo in den Raum und dann triffst du die Frau deines Lebens oder du siehst irgendwas, du hast die Geschäftsidee deines Lebens. Ja. Jeff Bezos hat in der Garage angefangen, Bücher zu verkaufen. Also der reichste Mann der Welt, war auch so die Idee, ich bringe den Leuten die Bücher nach Hause. Ne? Und ja. Den ganzen, der bringt denen einfach alles nach Hause wahrscheinlich heute. Ja, genau so ist es. Vielleicht sind ja deine Lieferanten mit irgendwo. Definitiv, ja. Ja. Ich hoffe es doch. Also, ist doch gut. Naja, also das Entscheidende ist am Ende vom Tag, ob die Leute sollen ein Geschäft kaufen. Das ist, muss ich jetzt auch mal fairerweise sagen, ist auch schöner. Nee, guten Tag, Palim, Palim. Ja, schön, man redet schön, finde es gut. Nein, aber das Entscheidende ist am Ende vom Tag, dass eben ich dann mich nach dem Mittagessen einfach mal mit einer Tasse Kaffee hingesetzt habe und das war gegoogelt, das Thema. Aber ich habe das so gewusst, ja, ich bin da nun vom Fach und man kennt so ein bisschen die Historie. Aber jetzt muss man ehrlicherweise sagen, wer beschäftigt sich eigentlich mit den gesetzlichen Hintergründen der Frauenmilch? Niemand. So. Ich ja. Okay, sehr schön. Ich habe das nie getan, weil ich gar nicht interessiert. 70% bestimmter Rebsorten. Ja, genau. Aber das Entscheidende war für mich, ich lese dann diesen einen goldenen Satz, auf die Historie kommen wir gleich, weil die Historie ist nun mal einfach der Wahnsinn. Yeah. Und es steht im Gesetz drin, eine Frauenmilch muss mindestens 18 Gramm Restzucker. Wenn ich das gelesen habe, habe ich gedacht, warte mal, also, da kann ja was nicht stimmen, denn du musst das süß sein. 18 Gramm sind feiner. Ja. 18 Gramm ist das Ende von feiner. Ja, das ist ja feiner, ist ja nicht definiert. Nein, nicht feiner, halb trocken. Von halbtrocken, von halbtrocken. Ja, von halbtrocken. Feiner geht bis 25, 26, 27 Gramm, wo das Säureverhältnis auch an und die Stelle. Ich kenne es aus dem Rheingau, das ist eigentlich klar, schon 14 Gramm eigentlich nicht mehr, muss man fair sagen. Aber, anyway, von süß jedenfalls meine Weine fand. Aber diese Weine, die eben diese Preiswertweine, die Kopien, die es mal wieder rausgeschoben worden sind, in der großen Masse, die hatten eben mal 60 Gramm. Und das hat man, das, naja, warum die Zauber schon wieder was drin hat, aber ist jetzt mal wurscht. Das Entscheidende ist nur für mich am Ende vom Tag, dass man ein historisches Vorbild komplett verbogen hat. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil man auch nicht Weintrinker zum Weintrinken bringen wollte. Yeah. Also hat man die Restsüße erhöht. Und immer war das so eine limonadenartige Geschichte. Und mit einfachen Grundweinen, Süße kaschiert und so weiter, Preisdruck, ja, Exportdruck, ja, all diese Dinge. Und dann ist es aus dem Ruder gelaufen. Denn jetzt kommt das Fakt bei der ganzen Geschichte. Und da ist man erstmal erzählt, das muss ja gar nicht süß sein. Yeah. Das kann ich ja richtig geil machen. Hallo? Das ist ja ganz was anderes, wie ich mir vorgestellt habe. Ja, ich habe ja ganz andere Möglichkeiten. Und wenn man dann eben diese Historie liest, ein Wein, der die Urmutter des deutschen Weins ist. Das ist deutscher Wein. Ja? Es ist ja vollkommen klar, wir sind in der Champions League des Weißweins. Das ist ja nur unverständlich. Ja, der Logo, als Mutterland des Rieslings und so weiter. Die Queen kauft deutsche Riesling. Ganz Welt kauft es. Ja. Aber Tatsache ist am Ende vom Tag, dass wir natürlich mit Frankreich natürlich auch und mit Österreich und so weiter, aber wir sind definitorisch als most northern cool climate, wenn man das in diesen Tagen sagen darf, aber ich sage es jetzt mal so, cool climate wine producing country, die ganze Welt beneidet uns um diese Lagen seit 2000 Jahren am Weinbau in Deutschland, bei den Römern gebracht, das sind ja alle Kinder Roms, die Franzosen übrigens auch und die Spanier genauso, die haben alle von den Römern den Wein bekommen. Und davon ist ein uns auch sehr stark in Europa, das finde ich auch ziemlich geil, muss ich sagen, Europa ist ja sowieso sensationell. Aber am Ende vom Tag, und jetzt, das ist für mich das ganz Entscheidende, ist es so, dass, wir natürlich in dieser Champions League des Weißweins natürlich einen fantastischen Chardonnay-Barrique machen können in Deutschland, das ist gar keine Frage. Ja. Und das frage ich mich, ist das authentisch?
geil, aber authentisch. Ist es nicht. Na, definitiv nicht geil, ja, ist es, aber es ist nicht authentisch. Und was ist denn authentisch? Und authentisch sind genau diese Weine mit sehr viel Geschmack, aber relativ wenig Alkohol. Ein Wein mit einer süßen Säurebalance, die du sie in der Welt nicht findest, das kannst du schon in Elsass so nicht mehr machen. In der Wachau auch nicht. Wachau ist Riesling Country mit in the World Crown. Und doch gibt es diese Weine nicht. Ja. Diese Kabinettweine, Mosel, Rheinwein, ja, das ist ein gewachsenes Epos über 300, 400 Jahre. Sensationell, Kloster Eberbach, Kabinettkeller und so weiter. Leute, da kriege ich ja jetzt gerade Gänsehaut hier. Ja, so. Meines deutschen Kaisers, das ist im Athlon getrunken worden vor dem Ersten Weltkrieg, auf der Titanic in der ersten Klasse mitgefahren, es ist auf der Hindenburg mitgeflogen, es ist im Ritz-Carlton in New York City 1910, hat die reiche Gesellschaft Mr. Vanderbilt da diesen Wein getrunken. Ja? Ja. Und das weißt du, wo man meinen auch mal trinken kann? Jetzt sofort. Genau, ja, genau. Ich will dich gar nicht aufhalten. Und der Wein ist ja so, dass dieser Wein... Ja, halt doch gerade mal kurz das Etikett irgendwie in die Kamera. Das ist hier die schwarze Madonna. Das Ganze wiedererkennen. Und die Sache ist also die, dass dieser Wein teurer war als Chateau Latour oder Chateau Margaux. Der war genauso teuer, der war so teuer wie Boulanger Champagne. Und das Problem war, dass dieser Geschmack eben einzigartig ist. Diese Balance aus einer ganz zarten Hintergrundsüße mit einer tollen Säure, mit der Saftigkeit, diesen klassischen Rebsorten, in diesen klassischen Reintörnern. Ja. Das darf man ja mal vergessen. Was man nicht überall findet, sondern nur hier. Den Wein gibt es nur hier. So, ja. Und die Sache ist natürlich die am Ende vom Tag, dass dieser Wein, das war ja eigentlich so fast sein Unglück schon wieder, so wahnsinnig beliebt war, dass natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg alle Amerikaner und Engländer, die Soldaten, die fanden es alle ganz toll. Und das war für die deutscher Wein, so wie Bier, Münchner Bier. Ja. Und dann hat man eben diesen Wein nach Amerika, nach England exportiert, mit allergrößtem Erfolg in die ganze Welt. Schon vor dem Ersten Weltkrieg. Und dann kam das Problem, jetzt machen wir es in der Masse. Und in der Masse gehen die Dinge kaputt. Also man hat mit dem Arsch umgestoßen, was dann über Jahrhunderte aufgebaut hat. Yeah. Und ich habe mir einfach so ein Ziel genommen, weil das ist ja gar nicht schwer. Weil das ist ja gewachsen im Wein. Ich belebe ja nur etwas, was die ganze Zeit schon da war. Irgendwas hierher. Ich sage ja nicht, da war ich ja jetzt kreativ. Nein, ich bin zurück zu den Wurzeln. Und das ist natürlich eine geile Chance, das macht Spaß. So, und jetzt. Genau, die Frauen nicht, back to the roots. Ja, der Stück weit ist es so. Absolut. Und definitiv, natürlich ist es heute etwas anders. Ja, natürlich. Ja, aber du weißt ja. Du hast gerade hier eine. Ja, du hast diese subtile Frucht. Es ist im Keller übrigens draußen natürlich wahnsinnig warm. So, das ist ein allerhand gegrabener Keller. Der schwitzt natürlich ein bisschen jetzt hier drinnen. Ja. Ja, alles ist feucht und so. Ja. Da ist natürlich das Probieren hier unten ein ganz besonderes Erlebnis, sag ich mal, in dieser Atmosphäre, das Handgekrabs, Natursteinkeller eigentlich. Ne? So. Das Glas läuft sofort an. Ah, und das ist ja genau der, das ist pikant. Mhm. Das ist die pure Pikanterie. Ja. Es ist also kein Wein, der einfach nur mit einer Süße daherkommt. Das reicht nicht, sondern es ist komplex. Und das Ganze bei knapp 12 Volumenprozent. Ja, ein Geschmacksprofil ohne Ende übrigens, den legst du Jahre weg. Ja. Und das ist für mich einfach der ideale Wein, wenn du mal zu 10 da sitzt oder zu dritt oder zu 5, also mehrere Leute, kann man nicht alleine machen. Und ich trinke ihn aber alleine, möchte einfach gerne machen. Das ist so ein Wein, wo ich sage, so Leute, der Abend geht los, jetzt pfeife ich mir das rein. Alle hinsetzen, es gibt wirklich, da muss man wirklich gutes Knabbergebäck haben. Also ich finde so Pistazien, gut geröstete Pistazien, Rauchmanteln und so, finde ich total geil. Und dann einfach mal so eine gute Zeit weghauen, bevor es losgeht. Und dann zum Essen mal wegen Trocken, wobei ich sagen muss, die Freaks, die ziehen sich das, wir sind mit dem Wein in der Standardgastronomie unterwegs, die ziehen sich das Wein mit Steaks, das finden die richtig gut. Mhm. Wobei ich sagen muss, das war etwas, was ich nicht am Schirm hatte. Dieser Wein ist einfach der beste Wein der Welt zur Sushi, Sashimi und Thai Curry. Okay. Und überall, wo du eine zarte Schärfe hast, oder Wasabi, oder Chili, oder Ingwer oder so, wenn du da einen trockenen Wein hast mit einer Säure, dann fällt es im Mund, da hast du dieses scharfe, du hast das Bittere von der Sojasauce beim Sushi, und wenn du dann noch so eine Säure hast, dann kippt es im Mund alles so ein bisschen rum. Und hier hast du diese Balance, das trägt es.
das wie eine Schlittenfahrt ist das so ein bisschen. Ja, total geil. Und dann funktioniert das wunderbar. Es ist einfach, das ist flüssige deutsche Geschichte, die auch wirklich nicht nur in der Sache selbst will. Ja. Man kann ja sagen, ja, das ist eine tolle Geschichte, das ist toll, aber schmeckt halt scheiße. Ja. Dann bringt es ja nichts. Nee, das ist auch nichts. Das ist richtig geil. Und das hat ja über 200 Jahre Menschen in der ganzen Welt begeistert und abgeholt. Und ich sage mal ein Stück weit, genau das, ich kann da nicht in das Rad der Zeit zurückdrehen. Nee, aber du kannst das Teil Zeichen setzen, ja. Was wir genau in diesem Thema drauf haben in Deutschland. Und das ist ja dazu. Es gibt von den Weinen gibt es ja zwei Stück. Es gibt die Schwarze Madonna, das ist die Noble Version. Ja. Mindestens 40. Die hat auch ein bisschen Holz, kann das sein? Ja, ist komplett aus Holz. Ja. Ja, so großes Holz, ja. Also Doppelstück und so Sachen. Ja. Aber Tatsache ist, dass. Es gibt eine einfache Version, das ist die weiße Madonna, die ist für Everyday. Ja. Das kleinere Geld ist ein super Plucky-Wein, das Ding läuft. Kleines Geld ist dann 7, 8 Euro? Nein, 6,50 Euro. Oh, okay. Ja, warte mal. Easy, ne? Ja. So. Und die schwarze Madonna dann für 13,50, das ist dann schon also wirklich zum sehr geilen, zum hochwertigen Sushi und so. Ja. Mega, aber auch so, natürlich richtig klasse. Ja. Und jetzt kommt der größte Hammer. Das ist unfassbar, ich bin der größte lebende Fan von Port Tonic, also dem Nationalgetränk der Portugiesen, Portwein und Tonic liebe es. Ja. Und wir machen jetzt 50% die Frauenmilch und Tonic. Okay. Burgunderglas, Eiswürfel rein, 50-50 mit Tonic. Schreibt euch mit. Wedge of Lemon rein, das ist der geilste Spritz aller Zeiten. Das ist leicht, trocken, saftig, das Ding. Mit der bitteren, da kriegst du Cola für die Sau. Das haust du dir vorher ein bisschen zum Feierabend rein. Und es ist halt leicht, es hat eben nur 5 Volumenprozent. Ja, yep. In der Mischung. Also, es ist easy drinkable. Und das ist so cool. Ein schönen Sommerabend oder so. Und im Winter die Winterdepression, würde ich sagen. Das sowieso. Das habe ich mit Rosé mal wieder. Ja, gut, okay. So, was sagt denn die Zeit? Wie lange filmen wir denn jetzt schon, bevor wir das hier dermaßen überziehen? Wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Aber wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Das ist aber wie immer so. Du weißt nicht, 20 Fragen aufgeschrieben. Oh Gott. Okay. Pass auf, wir machen jetzt eine schnelle Runde, weil ich einfach ein paar Fragen davon noch abarbeiten will. Okay. Du sagst einfach immer keinen Einsatz. Oder so. Okay. Ja, genau. Okay. Was ist dir am wichtigsten an Wein? Der Spaß. Der Spaß. Ja, der Spaß. Danke. Ende. Okay, Keller oder ein Einwein? Keller, definitiv. Ja, das ist klar. Machen wir so, ja. Nee, aber Keller, da beeinflusst du ja auch viel den Wein. Ja, nee, das ist, ich bin Winemaker. Ja, okay. Ja, gut, zum Teil, warum die Frauenmilch, das haben wir jetzt ausgiebig vor, das brauche ich jetzt hier gar nicht. Genau. Okay, 1723, was machst du anders, was machst du gleich? Stichwort. Ich glaube, ja, der Spaß ist immer noch der gleiche, die Technik ist eine andere. Super, Antwort. Okay. Innovation schließt das Tradition aus. Nein! Innovation erwächst aus Tradition. Innovation. Ich könnte jetzt diesen billigen Politikerspruch raushauen, aber der stimmt ja irgendwo, dass seine Vergangenheit nicht kennt, kann die Zukunft nicht gestalten. Ja. Ja. So, das heißt, der eine Satz da, Leute, das Rezept ist seit 8000 Jahren das gleiche. Wir nehmen Trauben, pressen sie aus, verkehren den Saft und dann haben wir unser bewusstseinserweiterte Massendroge. Sehr geil. Ja. So. Das sind keine eingefrorenen Trauben, keine aus der Dose und keine getrockneten, sondern immer frische. Und genau das steht auch so im Weingesetz. Wein ist ein Produkt aus frischen Trauben. Und genau das hat sich seit 8000 Jahren nicht verändert. Das heißt, das Grundrezept bleibt. Aber alles aus Not verändert sich ständig. Warum? Weil wir Menschen es auch verändern. Weil sich die Gesellschaft verändert. Die Mode verändert sich. Die gesellschaftlichen Modelle verändern sich. Ja? Und so weiter und so fort. Und von daher gesehen dreht sich der Wein mit. Weil der Wein ist Menschenwerk und der gehört zu uns und er passt sich uns an und er geht mit uns, denn wir machen ihn ja. Ja. So, ein Stück Borscht ist auch noch ein bisschen anders, als es früher war. Brot ist heute ein anderes Thema. Ja, nee, anders. Und mit dem und mit Tralala und so, und so, ja, und der Sauerteig, da doch hattet und ja, so mit dem also Innovation, ja, er wächst aus Tradition. Innovation und Tradition tun sich überhaupt nicht ausschließen. Also null. Merkt man bei den beiden. So, irgendwo hatte ich mir noch was hingeschrieben. Nächste Veranstaltung, wo findet man mich? Wo man mich findet, die nächste Veranstaltung, musst du direkt nachdenken, die nächste Veranstaltung, wo man mich findet. Mein Gott, jetzt im Lockdown, der Name Lockdown, da ist das so eine Sache. Ich bin im Moment hier. Genau, stimmt. Witzigerweise bin ich nächste Woche in Düren. Düren?
In Düren, ja, da eröffnet ein Kunde von mir einen neuen großen Markt und da kommen da so ein paar Top-Estates und da darf ich dann in der Ecke stehen, dann auch ein bisschen mitwinken. Und check dann das aus, ja. Und da bin ich aber, ich bin da sonst den ganzen Tag schon unterwegs. Also das läuft jetzt alles wieder an, da muss ich sagen. Das, was wir jetzt machen, ist ja auch ein Stück weit eine Sache, die jetzt erst im Zuge von Corona wirklich durchgeschlagen hat, dass man Internetweinproben und sowas ähnliches gemacht hat. Aber alle haben natürlich auch Bock auf Live. Ja, vollkommen klar. Alle stehen in den Start. Wobei das toll ist, was ihr macht. Ich finde das mega geil. Danke. Und Wahnsinn, was auch heute möglich ist. Ja, das ist unglaublich. Klar, wir haben ein ganzes Kamerateam gebraucht. Das geht heute. Aber wir haben einen sehr kompetenten Kameramann. Ja, der muss noch mal zu von hier aus. Der kriegt später auch noch was. Ja, der kriegt genau. So, ansonsten war es das auch schon, weil wir die Zeit leider nicht überstrapazieren können. Ich danke dir für die Einladung, es ist mega geil hier, du machst mega geile Weine, bist ein mega Typ. Danke. Genau, schaltet nächste Woche auch wieder ein, da sind wir beim Weingut Petwetz aus Rheinhessen, 20 Uhr, genau, wie immer jeden Mittwoch. Wir trinken noch ein Gläschen Wein. Zwei. Zwei. Auf Wiedersehen. Ciao.